Soweit ich weiß, war das eine Katastrophe. Ist schon eine Weile her und es hat irgendwas mit einem Tunnel zu tun, der da komplett ausgebrannt ist und dass da mehrere Leute ums Leben gekommen sind. Das war total schrecklich. Also ich bin zu dieser Zeit gerade am Friedhof gewesen und habe das nachdem in die Nachrichten gehört. Und meine Tochter war in Australien, die hat das auch gehört. Wir waren alle entsetzt, wie schnell sowas geht, wenn ein Heizlüfter nicht in Ordnung ist. Das ist ganz schrecklich. Ein Freund von uns, da ist zum Glück der Junge nicht gefahren. Der wollte nämlich ursprünglich fahren und ist dann nicht gefahren. Und das sind dann immer so Dinge, die einem dann doch ganz schön in den Knochen hängen. Persönlich verbinde ich schon etwas, weil die Freundin meiner Tochter hat ihren Bruder verloren damals. Und das ist natürlich schon etwas. Es ist eine sehr aktive Dame, die also auch versucht hat, für die Hinterbliebenen etwas zu erreichen. Sehr aktiv. Ich glaube, sie ist jetzt noch aktiv. Und dadurch war man natürlich etwas in unmittelbarer Nähe. Schauen Sie, ich habe mich viel auch mit dem beschäftigt, bin kein Betroffener. Aber eines muss ich sagen, Österreich ist, was Recht betrifft, in der Nähe der Bananenrepublik. Wissen Sie, weil was da alles an Beweisen geführt worden ist, das ist eine Schande für den Rechtsstaat und für die Republik Österreich. Das war ein Unglück, was möglicherweise nicht durch menschliches Versagen geschah, sondern möglicherweise durch ein Zusammentreffen vieler unglücklicher Komponenten. Und es ist sehr schwierig, heute einen eindeutig Schuldigen festzustellen. Es ist natürlich schon, es ist irgendwie die Idee von Kraftwerk und Nachkriegsidentität, wobei übersehen wird, dass der Göring angefangen hat mit dem Kraftwerksbau. Und dieses positive Image von Capron praktisch als Motor des Wiederaufbaus, als Identitätsfindung der österreichischen Nation, ist jetzt doch überlagert worden durch diese schreckliche Katastrophe.